Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Mein Name ist Carlos Martins. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Room. Wir bereiten uns auf unserem morgendlichen DAX Trade vor. 15.663. Wir sind dichter an der 15.7 dran. Deswegen platziere ich erstmal die Big Number bei 15.7. Wechsel dann, wenn der Markt zurückkommt in Richtung Gap Close, auf die 15.6, wo auch heute der Daily Pivot liegt. Also Daily Pivot ist auch die 15.600er Marke. Wir gehen mal in die Vergangenheit. Blue Boxen gestern Abend. Dann haben wir hier um 17:22 Uhr eine 23er, eine 15er. Die ist im zweiten Trade sauber in den Gewinn gelaufen. Und danach gab es gestern keine Boxen. Wir gehen mal auf den 15-Minuten-Chart und schauen uns mal die Trading Range gestern an. 151 Punkte, also alles gut. Also ein guter. Gutes, gute Vola. Dann gehen wir links rein in die Vola-Boxen. Ja, gestern hier den Eröffnungstrade gemacht, dann einmal hier noch reingestochen, in den Gewinn gebracht und dann war so Mittag. Hier sehen wir auch, ist ruhig verlaufen. Ja, kam denn keine Dynamik mehr rein. Also da spricht es für den Vormittag nach wie vor als Zielvorgabe. So, und wir gehen jetzt mal und blicken mal auf die Vola-Boxen, Zeitraum anpassen. So, wo kommt heute die Vola-Box rein? 15.648, also auch hier heute wieder fast beim Eröffnungskurs. Sind nicht weit entfernt. 15.648, es ist hier irgendwo da. Also das gucken wir mal, wie der Kurs da sich verhält. Also 48 ist der Forecast. Und jetzt gehen wir in die großen Zeitebenen rein. Und ich habe heute Vorlage Zickzacklinie. Wir fangen heute ganz oben an beim The DAX. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten Long, alles Long im The DAX. Gehen wir weiter runter in Gold. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 auch Long, also Gold auch Long, Öl. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long und dann geht es runter. 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Technologiebörse Nasdaq, Daily, All-Time High, Nasdaq hier oben. 4 Stunden nach wie vor Long, Stunde Long, 30 Long. 15 Long und 5 Minuten auch Long. S&P 500, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde 30, 15 und 5 auch Long. Dow Jones, Daily Long, All-Time High, meine Damen und Herren, 4 Stunden Long. Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Und jetzt gehen wir in die Kryptos. Bitcoin 62.000. Long auf Daily, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Ethereum 4.200. Daily Long. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Das ist die Vorbereitung. 8:38 Uhr, wir sind schnell durch. Ja, wir warten jetzt auf die erste Box und
multiplizieren das Ganze natürlich, wenn der Markt hier kleben bleibt, 15.707 zu 15.692. Wir treten dreimal die Big Number, also jeweils das Level. Ja, wir treten die Vola-Box, solange sie da ist, erst ab 9 Uhr. Und auch hier nochmal, ja, wenn der Kurs zu dicht dran ist, also nicht ein bisschen Strecke macht von 20, 30 Punkte, dann gehe ich mit einem etwas geringeren Risiko rein, mit 0,08. Dann würde ich jetzt keine zwingend Hedge-Auflösung machen wollen. Ja, wenn der Kurs ein bisschen weiter entfernt ist, das heißt, wenn wir jetzt nochmal vorbörslich ein bisschen höher gehen auf 83, dann würde ich es letztendlich versuchen. Ja, ansonsten ist die, ja, die Gefahr, dass der Markt an dem Eröffnungskurs erstmal klebt, ja, und raufschaukelt, ist da. Und das wollen wir ja natürlich bei einer Hedge-Auflösung nicht zwingend. Ja, Blue Boxen ist noch nicht entstanden, könnte natürlich auch noch kommen. Das wäre natürlich auch hier nochmal eine Alternative. Also dann bis gleich, 8.39 Uhr. Erhöhtes Risiko. Erhöhtes Risiko, Hedge-Auflösung. Daily Pivot ist dran und Big Number ist dran. Schauen wir mal, ob wir die 23, ob wir da reinstechen und dann abprallen. Also die Strecke ist gut. Na. Guten Morgen, Katrin. Wo wir gesagt haben, Big Number, Daily Pivot und Vola-Box dicht beieinander. Ja, das ist schon nicht. Mal gucken, wie viele Punkte. 7,4. Also. Trade geht erstmal oben raus. Wir sind auf der rechten Seite mit der Big Number 15,7, 9,04, Big Number 15,7. Und wir sind short im ersten Trade. Die Big Number treten wir dreimal auf diesem Level. Und wir sind im ersten Trade short. Ab dem zweiten Trade gehen wir auf angepasst. Und das bedeutet, dass wir da einen Trade laufen lassen wollen. Die ersten Zielmarken wären dann 50 nach oben hin, 50 nach unten hin erstmal. Und wir sind raus. Hier oben sehen wir den Trade grün und da sind wir draußen. Ja, auch hier können wir den Indikator mal reinfügen. So, dann sehen wir hier, da sind wir raus. Das war der erste Eröffnungstrade. Wir platzieren die Big Number nochmal, das zweite Mal. Ich verabschiede mich für unser Videotagebuch. Adios, bis morgen und wir machen im Live-Trading-Raum weiter.